Hallo liebe HüterInnen der Galaxis, in diesem Video möchte ich euch eine Lösung vorstellen, mit der ihr zentral für alle Geräte in eurem Netzwerk Werbung blockieren könnt. Bisher habe ich euch in meinen Videos ja schon einige wichtige Add-ons vorgestellt, mit denen ihr die Privatsphäre in dem Browser Firefox und auch in Chrome erhöhen könnt. Mit eBlocker habt ihr aber nun die Möglichkeit, Werbung und Tracker zentral in eurem Netzwerk für alle Geräte zu blockieren. Dabei ist die Software eBlocker kostenlos erhältlich. Ihr benötigt nur einen PC oder einen Minicomputer, auf dem ihr sie installieren könnt. Dazu geht ihr auf die Webseite eblocker.org und klickt dort auf den Knopf eBlocker OS Download. Dort öffnet sich eine Seite mit verschiedenen Möglichkeiten zur Installation. Einerseits bietet es sich an, eBlocker auf einem Minicomputer wie den Raspberry Pi zu betreiben. Denn der Raspberry Pi ist sehr stromsparend und eignet sich von der Hardwareausstattung durchaus für die Nutzung dieses Werbeblockers. Ich empfehle euch aber mindestens den Raspberry Pi in der Version 4 zu nutzen. Raspberry Pi 5 wird in Zukunft wahrscheinlich auch unterstützt. Hier in diesem Video möchte ich euch aber die Installation in einer virtuellen Maschine vorstellen. Dabei kommt die Virtualisierungssoftware VirtualBox zum Einsatz. Ich nutze die auch sonst viel für diese Videos hier, um euch wichtige Sachen zu erklären. Hier in dem Bereich virtuelle Maschine habe ich die Möglichkeit, auf den Knopf virtuelle Maschine zu klicken und dann öffnet sich bereits die Anleitung zur Installation. Dort findest du hier im Punkt 2 eBlocker OS VM Edition Image für VirtualBox herunterladen den Download-Link. Klick bitte da drauf und lade dieses Image herunter. Sobald du das gemacht hast, kannst du die sogenannte Appliance in VirtualBox importieren. Dazu klickst du einfach in VirtualBox hier auf den Knopf Importieren, wähle dann dieses Update aus und folge den Assistenten. Danach hat sich hier die eBlocker VM bereits erstellt. Achte dabei aber bitte auch, wie immer, darauf, dass hier im Bereich Netzwerk als Netzwerktyp tatsächlich die Netzwerkbrücke eingestellt ist. Das ist jetzt hier schon der Fall gewesen, es sollte also alles klappen. Nachdem das geschehen ist, kannst du die VM starten und dann ist der eBlocker bereits einsatzbereit. Er zeigt dir hier auch eine sogenannte IP-Adresse und die notiere dir am besten, denn mit der kannst du gleich auf das Webfrontend vom eBlocker zugreifen. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Ich öffne dazu den Browser und gehe dann auf diese IP-Adresse, hier in meinem Fall ist das die hier, gefolgt mit dem Port 3000, also Doppelpunkt 3000, das ist wichtig. Hier habt ihr im ersten Schritt erstmal die Möglichkeit, die Sprache auf Deutsch umzustellen. Das mache ich jetzt hier und klicke auf Weiter. Jetzt haben wir hier noch die Lizenzbestimmung. Dabei handelt es sich um eine Open Source Lizenz und ich klicke auf Weiter. Die Zeitzone lässt sich hier definieren, Europa, Berlin zum Beispiel. Das kannst du an deine Gegebenheiten anpassen. Hier hast du jetzt zum Beispiel noch eine Möglichkeit, einen Gerätenamen zu definieren. Ich sage jetzt hier zum Beispiel eBlocker VM. Das überlasse ich aber dir. Jetzt klicke hier auf Weiter. Und dann kannst du hier zum Beispiel neue Geräte nicht automatisch aktivieren. Denn eBlocker wird in der Verwaltungskonsole nicht automatisch für neue Geräte aktiviert. Du musst einmal den Haken setzen und dann ist eBlocker auf dem Gerät auch aktiv. Ich finde das sinnvoll und ich würde das nicht auf automatisch stellen, denn du möchtest die Kontrolle haben, welche Geräte eBlocker nutzen und welche nicht. Klicke also hier auf Weiter. Hier kannst du noch einen Lizenzschlüssel hinterlegen. Ich gebe jetzt hier den Standard-Lizenzschlüssel, ich ändere da nichts. Das ist der Open-Source-Lizenzschlüssel an und gebe hier noch eine E-Mail-Adresse an. Dort kannst du deine richtige E-Mail-Adresse angeben, dann kriegst du auch nochmal Informationen über Updates. Klicke hier auf Weiter. Jetzt werden die Aktivierungsdaten bereits übermittelt und die Installation ist schon abgeschlossen. Ich hätte jetzt hier die Möglichkeit, eBlocker bereits zu aktualisieren. Ich klicke jetzt hier aber auf Später, weil der Vorgang einige Zeit in Anspruch nimmt. Jetzt wird hier zu Beginn noch ein Veröffentlichungshinweis angezeigt. Ich kann hier sagen, diesen Hinweis nicht mehr anzeigen und dann bin ich bereits in der Administrationsoberfläche.
Hier sehe ich jetzt die Admin-Oberfläche vom eBlocker. Die kann ich in Zukunft auch über die eBlocker, zum Beispiel, ich habe jetzt hier eBlocker.box, aber du kannst es über die entsprechende Domain in deinem Netzwerk erreichen. Ich sage jetzt hier im Bereich Geräte allerdings erstmal, welche Geräte ich hier mit eBlocker nutzen möchte. Ich kann jetzt hier zum Beispiel diesen PC hier anschauen, könnte dem jetzt hier noch einen Namen geben. Meiner heißt jetzt hier zum Beispiel Fujitsu oder Celsius. So, ich sage OK. Und hier sage ich eBlocker für dieses Gerät aktivieren. Ich könnte es hier auch pausieren. Hier könnte man auch noch Benutzer hinterlegen, denn eBlocker bietet auch die Möglichkeit, den Zugriff für Kinder entsprechend einzuschränken. Hier könnte ich zum Beispiel die Gruppe der Eltern hinterlegen. Das mache ich in dem Augenblick aber mal nicht. Es gibt sogar die Möglichkeit, die IP-Adresse, also die Telefonnummer, mit der du im Internet auftrittst, über ein VPN-Netzwerk oder das Tor-Netzwerk zu anonymisieren. Ich wähle diesen Punkt jetzt hier nicht, du hast aber die Möglichkeit dazu. Ich finde aber den Punkt Gerätetarnung noch ganz gut. Hier kannst du zum Beispiel vorgeben, dass dein Computer ein Windows-PC ist oder ein Mac, obwohl es eigentlich ein Linux-PC ist. Du kannst auch benutzerdefiniertes Gerät sagen. Es hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass Preise ja dynamisch auf Webseiten angezeigt werden und auf einigen Webseiten Preise zum Beispiel für Mac-User teurer sind als für Windows-User. Ich sage jetzt hier mal PC Windows. Hier ist noch ein sehr wichtiger Punkt. Ohne HTTPS-Unterstützung ist die Geräteteilung nicht zu 100% wirksam. Das schauen wir uns gleich im Detail noch an. Hier kann ich jetzt sagen, welche Blocker ich nutzen will. Ich sage jetzt hier automatisch, Malware- und Phishing-Blocker aktiviere ich ebenfalls. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Kontrollbar zu nutzen. Die geht aber auch nur, wenn die HTTPS-Unterstützung aktiviert ist. Über die lassen sich dann auch Benachrichtigungen anzeigen oder auch hier über das Benachrichtigungspanel. Ich gehe also mal hier in den Punkt HTTPS und könnte hier den Punkt HTTPS-Unterstützung aktivieren. Hier werden noch einige wichtige Hinweise angezeigt und zum Beispiel auch über dem Assistenten erklärt, wie du dieses Zertifikat, denn du brauchst ein Zertifikat, damit das funktioniert, auch in deinem Browser installieren kannst. Das wird hier Schritt für Schritt erklärt und ich kann jetzt hier dieses Zertifikat herunterladen. Das habe ich jetzt mal gemacht und ich könnte jetzt in meinem Browser in den Einstellungen im Punkt Zertifikate, ich suche jetzt hier mal nach Zertifikate, Zertifikate anzeigen und jetzt sage ich hier Zertifizierungsstellung importieren und könnte jetzt hier im Download-Ordner dieses Zertifikat entsprechend importieren. Das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt kann ich diesen Punkt wieder schließen und hier auf Weiter klicken. Jetzt kann ich hier auch noch testen, ob das geklappt hat. Ja, das Zertifikat ist erfolgreich hinterlegt worden. Damit ist die Einrichtung im Firefox bereits abgeschlossen. Das gleiche kannst du jetzt zum Beispiel auch im Thunderbird machen. Dann wird in deinem Mail-Programm auch noch Werbung blockiert. Jetzt kann ich zum Beispiel, nachdem dieses Zertifikat installiert worden ist, auch noch das Dashboard einrichten. Das kann ich mir jetzt hier nicht, muss ich jetzt nicht jedes Mal anzeigen lassen. Ich sage jetzt hier weiter. Ich empfehle dir aber einen entsprechenden Favoriten für das Dashboard anzulegen. Dann kannst du immer wieder darauf zugreifen. Hier siehst du auch zum Beispiel, wie viel Werbung jetzt für deinen Computer hier aktuell blockiert wurde. Ich habe den eBlocker jetzt hier erst gerade frisch installiert. Es ist also noch nicht viel los. Ich könnte jetzt aber zum Beispiel mal auf eine Webseite gehen. Ich gehe jetzt mal auf eine Webseite. Deaktiviere jetzt als allererstes meine lokalen Adblocker hier. Die sage ich jetzt mal aus und hier auch. Und jetzt sehe ich hier oben zum Beispiel schon diese eBlocker Dashbar. Die kann ich mir, also dieses Icon, das Dashboard-Icon, das kann ich mir hier ein- und ausblenden lassen. Und hier sehe ich auch, welche Tracker blockiert wurden auf dieser Webseite 8 und werden genau angezeigt, welche Tracker hier tatsächlich blockiert worden sind. Wenn jetzt mal eine Webseite nicht richtig funktioniert, könntest du auch hier den Haken jeweils rausnehmen. Du hast auch zum Beispiel die Möglichkeit, die Tarnung hier an- und auszuschalten oder zum Beispiel die IP-Anonymisierung zu aktivieren. Du kannst es jederzeit hier wieder ausblenden. Nach einiger Zeit der Nutzung wird dann hier in deinem Dashboard auch jeweils angezeigt, wie viel Werbung tatsächlich blockiert ist. Ich gehe jetzt abschließend nochmal in die Einstellung.
Denn hier kannst du auch noch ein paar wichtige Sachen einstellen, nämlich zum Beispiel die DNS-Firewall aktivieren. Hier kannst du zum Beispiel auch über Tor-DNS-Abfragen, also das sind ja Namensabfragen, einstellen oder einen externen DNS-Server konfigurieren. Hinterlegt sind jetzt diese zwei DNS-Server. Du kannst aber auch andere DNS-Server angeben. Jetzt haben wir hier im Bereich System noch die Möglichkeit, ein Admin-Passwort zu hinterlegen. Ich empfehle dir, das zu machen, denn sonst ist das Web-Frontend, auch die Einstellung von eBlocker in deinem Netzwerk von jedem Computer aus erreichbar. Und du hast auch die Möglichkeit, hier die Einstellung zu sichern, und auch das solltest du tun, denn dann kannst du auch, wenn du den eBlocker mal neu installierst oder irgendwas nicht geklappt hat, diese Einstellung nachher wieder herstellen. Hier kannst du auch den Schlüssel für HTTPS mitsichern. Das heißt, du brauchst dann nachher, nachdem du die Einstellung wiederhergestellt hast, nicht überall wieder dieses Zertifikat zu importieren. Also, du hast jetzt mit eBlocker eine tolle Möglichkeit, zentral in deinem Netzwerk für alle Geräte die Werbung und Tracker zu blockieren. Ich empfehle dir wirklich, eBlocker mal auszuprobieren. Probiere mal, wie viel er tatsächlich filtert. Du siehst jetzt hier, hat er auch schon angezeigt, wie viel Tracker er jetzt schon unterbunden hat. Und dann wirst du feststellen, da passiert einiges. Ich wünsche dir viel Spaß. Falls du Schwierigkeiten bei der Einrichtung hast, dann melde dich gerne auch bei uns in unserer Telegram-Community und wir helfen dir gerne weiter. Ich freue mich auf jeden Fall auf deinen Besuch und bis bald. Tschüss!